Heute schweres Thema Schlupflieder. Wenn man so auf diesen ganzen Treffen ist, dann sagt man, nee, die mag ich nicht, schminken, das ist so nicht mehr. Ich kann heute leider nicht mitmachen, weil ich habe keine Schlupflieder. Aber Hanna erzählt euch gleich, so von Profi zu Profi, wie ihr das gut hinbekommt und wo ihr auch keine Angst mehr vor Schlupfliedern haben müsst. Und deswegen würde ich sagen, let's schlupf. Ja. Let's schlupf. Bis gleich. So, spannendes Thema. Gut aufgemerkt, weil es gibt ja immer wieder Kunden, wo man sagt, nein, den will ich nicht schminken. Oder was auch tatsächlich vorkommt, ist, dass Kunden vorher gesagt haben, oh, jetzt habe ich mich so toll schminken lassen und es hat von 12 bis Mittag gehalten. Nämlich gar nicht, weil alles zusammengerollt ist, genau. Weil das Lid halt schlupft. Hanne, magst vielleicht nochmal so, also ich glaube, bei ihr sieht man das auch ganz toll. Ganz deutlich. Ganz toll. Warte mal, ich nehme mal das, weil den komme ich gerade mit der Kamera ran. Ja. Hier ist das unbeweglich und jetzt machen wir zu. Und jetzt seht ihr, dass das Bewegliche unten, jetzt mal wieder auf, zuck, wieder komplett rein ist. Das heißt, kann das gar nicht nachmachen, irgendwie ist alles von diesem Lid weggeschlupft. Genau. Und das kann man beheben. Also zumindest optisch. Mit Make-up, optisch. Was ihr dafür unbedingt machen müsst, ihr müsst unbedingt eine Reinigung vorher machen. Und was als Grundierung? Also es geht eine Camouflage oder eine Lidschattenbase, aber was nicht auf Fettbasis ist auf jeden Fall. Okay, also wir müssen was fettfrei haben. Genau. Es muss was am besten sehr hoch pigmentiertes sein, damit man nicht so viel aufträgt, damit das Material nicht in sich rodelt, sondern dass ich nur ein leichtes Material habe, was mitschlupfen kann sozusagen. Genau. Und dann halt dieses, ich nenne es einfach mal dieses doppelseitige Klebeband. Dieses doppelseitige Klebeband kriege ich ganz gut mit der Camouflage hin oder eben mit dieser Eyeshadow Base. Und wenn ihr es dann noch fixiert mit dem Fixing Powder, dann kann da auch kaum was passieren und dann kriegen wir das auch richtig gut hin. Gut, genau. Da ich nicht mitmache, gucke ich jetzt Hanne ganz gespannt zu. Was machen wir als erstes? Als erstes tragen wir die Camouflage auf. Ja. Ja, also ihr habt natürlich jetzt gereinigt und alles schon fertig gemacht. Ja, hier, Augen-Make-up-Entferner. Genau. Und nicht einen rückfettenden oder so nehmen, sonst haben wir nämlich gleich wieder Matsch am Paddel. Genau, in dem Moment, wo ihr da Öl oder Fett ins Spiel bringt, rutscht euch natürlich der ganze Kram wieder ab, die ganze Farbe. So, ich nehme ganz minimalistisch. Also wirklich nur ein Hauch von einem Nichts. Genau. Ich nehme jetzt auch das schlimmere Auge und jetzt gehe ich komplett über das ganze Lid bis hoch unter die Augenbraue. Ja, ihr seht schon, das sieht erstmal ziemlich wild aus, aber durch die Hautwärme wird das, ich sag mal, ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen flüssiger, die Camouflage, ihr werdet Camouflage kennen, wenn ihr damit arbeitet. Und wir nehmen natürlich beim Kunden einen Katzenzungenpinsel. Hanna arbeitet halt gerne mit dem Finger. Ja. Den würdest du nicht benutzen? Ich nehme den anderen. Den ja, größeren. Aber der hat Fehlhaar, das bitte nicht. Achso, weil, ja. Ja. Also wenn also ihr einen Kunsthaarpinsel, ja. Logisch. Gut. Ich arbeite jetzt bei mir selber gut, nehme ich auch einen Pinsel, hast ja recht. Zur Demonstration macht das Sinn. Also ihr nehmt einen Pinsel, da habt ihr natürlich die Hautwärme nicht. Um euch da ein bisschen zu behelfen, könnt ihr das entweder auf dem Handrücken machen und dann kann ja von Pinsel, da Pinsel abnehmen. Genau, und dann könnt ihr das auf der Haut ein bisschen massieren, sage ich mal, bei euch selber. Weil dann wird das ein bisschen weicher, ein bisschen geschmeidiger. Weil es ist wirklich vom Material her sehr feste, sehr zäh. Ja, aber nicht, wenn es angewärmt ist, dann lässt es sich halt gut verteilen. Genau, aber ihr seht schon, dass ich hier mit dem Pinsel ein bisschen mehr Probleme habe, als wenn ich jetzt hergehen würde und würde das mit dem Finger machen. Ihr könnt dann auch zur Not wirklich den Kunden bitten, einmal kurz mit dem Finger oder auflegen die Hand, dass das ein bisschen geschmeidiger wird. Ja. Das können die dann auch selber machen. Funktioniert auch. Also wirklich einfach nur so auflegen. Also es ist wirklich nur ein Hauch von. Also die Kunst bei den Schlupfliedern ist mit ganz, ganz wenig Material. Deswegen muss es auch ein sehr hochpigmentiertes Material sein. Also nicht so einfach, wo ihr tonnenweise auftragen müsst, damit ihr überhaupt was seht, sondern nehmt wirklich was, was so hoch pigmentiert ist, dass wenn ihr einmal mit dem Pinsel drüber haucht, eigentlich schon das ganze Auge zu ist. Genau. Ich übertreib's jetzt mal. Genau. Gut, so, also Grundierung haben wir. Grundierung haben wir. Mhm. Als nächstes würde ich jetzt hergehen, würde den Rahmen des Auges setzen, indem ich mir die
Ja, die Augenbraue nachziehe. Ja, mach mal. Das wird nachher alles mit dem Puder mit fixiert, ne? Genau, genau. Okay. Hinterher am Schluss gehen wir einmal komplett mit dem fixierenden Puder drüber. Mhm. Auch hier nimmt sie wieder nur einen Hauch von, klopft den Pinsel vorher ab. Genau. Und dann versuche ich auch wirklich mit meiner Braue in der natürlichen Form zu bleiben. Also ich versuche da jetzt nicht irgendwie, klar, wenn da Brauen fehlen oder sowas, natürlich füllt ihr auf. Aber das bildet den Rahmen zu dem Auge und dann habt ihr es ein bisschen leichter zu bestimmen, wo ungefähr diese künstliche Lidfalte, die wir ja gleich malen, dann ungefähr hin muss. Hier auch bitte nach dem Modetrend, aber immer trotzdem 2/3, 1/3 Regel im Hintergrund und im Hinterkopf behalten, dass ihr also wirklich schon mal ansetzt, hier Pinsel, ne, wisst ihr, durch, höchster Punkt, alles gut, dass ihr da hinkommt. Und das ist dann eigentlich auch egal, was für eine Augenbraue ihr macht, ob ihr eine klassische, eine moderne, eine eckige oder sonstiges, zieht erstmal bitte die Augenbraue. Genau, dass ihr denn das Auge gerahmt habt. Ich gehe jetzt mit so einem Bürstchen nochmal hinterher und dann quasi diesen natürlichen Look. Und dann habe ich sie mir auch nochmal in die richtige Richtung gelegt quasi und kann dann nochmal nacharbeiten, wenn ich das brauche. Aber ich denke mal, bei Augenbrauen, da muss ich euch nicht groß erzählen. Das sind ja auch Kolleginnen, die neu damit anfangen. Na gut. So. Ja, würde ich sagen, passt so. So, dann haben wir jetzt quasi die Grundlage gelegt. Jetzt nehmen wir einen hellen Lidschatten. Dann nehme ich dann ich würde jetzt hier mal diesen Hautton nehmen. Mhm. Und den legen wir jetzt einmal auf die Camouflage. Und zwar auch wieder bis unter die Augenbraue. Diesmal nehme ich einen Pinsel. Alles komplett? Einmal komplett bis hoch. Also entschlupft. Entschlupft. Also glatt. Einmal glatt. Genau. Damit habe ich jetzt auch schon gleichzeitig die Camouflage ein bisschen fixiert, weil der Lidschatten natürlich eine zwar auf Wasserbasis ist, aber der pudert natürlich trotzdem ein wenig. Und der verbindet sich jetzt schon mit dem Camouflage unten drunter. Also wir nehmen hier einen festgebackenen? Genau. Auch wieder keinen auf Ölbasis nehmen, weil da hätte der dann wieder das Gegenteil. Alles, was irgendwie ölig ist, logisch, flutscht, rutscht. Ja. Genau. So, wenn ihr das habt, ja, ich habe es jetzt mattiert, dann nehmt ihr euch eine dunkle Farbe. Ich bleibe in den Naturtönen, das heißt, ich nehme jetzt hier einen Braunton. Klopft mir den vorher auch ab, weil der halt auch sehr hoch pigmentiert ist. Und dann ist es wichtig, dass ihr wirklich euer Gegenüber gerade ausschauen lässt. Also wirklich fix nach gerade, gerade ausschauen lasst. Und, wie soll ich es erklären? Ihr lasst es gerade ausschauen und dann guckt ihr unter den Augapfel, da gehört normalerweise die Lidfalte hin. Also unter dem Oberknochen, unter dem Knochen, über dem Augapfel, da gehört sie hin. Genau. So dazwischen, da wo die Lidfalte eigentlich auch sitzt. Da, wo sie hier bei mir ist, da ist sie ein bisschen gerade in den Hintergrund gegangen. Ich weiß nicht, kann ich es irgendwo zeigen? Ich glaube ja. So, das wäre jetzt meine Lidfalte da. Da. Das heißt, über dem Augapfel, unter dem Knochen. Hier. Genau. Wenn ihr das bei euch selber machen möchtet, dann könnt ihr mit dem Pinsel einfach mal hier, ihr seht jetzt bei mir, dass das Schlupflied, und ich gehe jetzt einfach mal hier rein, piek da rein und da bin ich jetzt hier, das wäre jetzt meine Lidfalte. Aber seht, die schlupft ja weg. Die schlupft weg, genau. Und deswegen ist es wichtig, wenn der Kunde gerade ausschaut, weil hier wäre sie. Das heißt, ich muss hier die neu setzen. Also über das schlupfende Lid drüber. Ja. Okay, wir machen also eine künstliche Lidfalte, genau, die wir jetzt hinzeichnen, damit das Auge eine Kontur bekommt. Genau, jetzt muss ich mich ein bisschen runterbücken, damit ich dann auch wirklich gerade ausschaue, weil ich bin ja bei mir selber dran. Das heißt, ich habe hier, das hier wäre quasi da, wo normalerweise die Lidfalte wäre. Ich weiß natürlich jetzt genau, wo das bei mir sitzt. Ihr könnt aber auch ohne Angst zu haben tatsächlich bei dem Kunden einmal so da reingehen. Und dann hier drüber gehen. Mhm. Ja, also das funktioniert. Da haben die auch keine Probleme mit, erfahrungsgemäß. So, wenn ihr das habt, dann darf der Kunde ruhig so machen. Weil das ist deswegen gerade ausschauen. Wenn ich so mache,
dann seht ihr nicht mehr, wo die Falle ist. Deswegen gerade ausschauen und dann unten runter quasi die Falte ein bisschen nachziehen, die künstliche. Und auch gerne hier dann bis zur Linie, also bis da, wo mein Lid dann aufhört, das Bewegliche. Wir verblenden das gleich noch, sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Eine große Meisterin des Fachs hat immer gesagt, ein Make-up, was nachher perfekt sein muss, muss am Anfang ein bisschen desaströs, ich wollte jetzt nicht scheiße sagen, aussehen, desaströs aussehen. Wenn du das sagst. Nein, das kommt von unserer größten Make-up-Meisterin aus Deutschland. Sehr gut. So, jetzt nehme ich mir eine hellere Farbe. Mhm. Gerne auch, also ich gehe jetzt hier in so einen Aprikoton. Mhm. Und gehe unten auf das bewegliche Lid drauf. Also das, was jetzt viel bewegt ist. Genau, da gehe ich jetzt mit diesem Aprikoton, einfach um das ein bisschen frischer ausschauen zu lassen. Wir haben ja vorher doch diesen sehr hellen Ton gehabt. Mhm. Das heißt, du betonst gar nicht so viel oben, nein, sondern lässt es sehr nutig. Genau. Und betonst dann wann wo? Also die Betonung kommt nachher nach unten, weil es ja ablenken soll. Genau. Ja. Wir wollen ja ablenken von dem Ganzen, deswegen bleibe ich jetzt auch in den Naturtönen. Jetzt nehme ich mir nochmal den hellen Ton oder einen noch helleren Ton und gehe da nochmal oben unter den Augenbrauenbogen. Mhm. Da nehme ich mir mal das da. Ich glaube, das ist ganz gut. Und auch wirklich nur hier von der Mitte an bis nach außen. Also okay. Da öffne ich jetzt quasi das Auge, indem ich vom höchsten Punkt der Braue hergehe und gehe nach außen. Mhm. So, wenn wir das haben, dann nehmen wir uns einen Blender. Mhm. Hier gerne den abgeschrägten, den mag ich sehr gerne. Und dann verblenden wir das Ganze. Wir haben jetzt die Camouflage drunter liegen, das heißt, es kann sein, dass ihr durch das Blenden, ihr merkt schon hier, da tue ich mich ein bisschen schwer. Dann könnt ihr aber auch nochmal in so einen zarten Ton reingehen. Mhm. Weil der Puderlidschatten und der Puderlidschatten, wenn du die zueinander mischst, dann verblendet sich das leichter. Weil die sich dann quasi von der Konsistenz her, ihr seht das jetzt hier, dann wird das weicher. Aber das Spannende ist, man müsste eigentlich kräftig anfangen zu rubbeln, aber das will man nicht. Da merkt man schon, wie schön das Camouflage tatsächlich als dieses doppelseitige Klebeband hält. Also es hält irre fest. Da braucht ihr auch keine Angst haben, dass irgendwann alles ineinander rutscht. Genau. Dass es nachher nur wie eine Pampe aussieht und wie gewollt und nicht gekonnt. Jetzt habe ich natürlich da, ich weiß nicht, sind das Haare vom Pinsel? Habe ich jetzt hier? Ja, Vorführeffekt. Ja. Gut. Aber ihr seht schon jetzt den Unterschied. Ja. Ja, also vom Effekt her ist es schon klar. Wie gesagt, wichtig ist wirklich, dass ihr den Kunden gerade ausschauen lässt, weil sonst funktioniert die ganze Technik nicht. Gut. Wie kriegen wir jetzt die Betonung nach unten? So, indem wir jetzt noch einen Kajal legen. Okay. Ja, und zwar nehmen wir einen hellen Kajal. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen weißen. Den lege ich unten, und zwar auf die Wasserlinie, komplett drauf. Ich darf jetzt bei mir ein bisschen ziehen. Ihr könnt auch einen hautfarbenen nehmen. Das kommt immer darauf an, wie weiß das Augenweiß eures Kunden ist. Weil manchmal sieht dann, wenn das so ein bisschen trübe ist, sieht das mit einem Weißen sehr hart aus. Dann nehme ich dann lieber einen hautfarbenen und auch gerne bis in den Augenwinkel. Damit habt ihr dann nochmal geöffnet. Ja. So, dann nehmen wir einen dunkleren. Ich nehme jetzt in dem Fall mal, dann bleiben wir in Brauntönen. Nehme ich mir den dunkleren und ziehe also ich gucke, wo beide Pupille unten runter, wirklich die Hälfte, und den ziehe ich mir nach außen. Mhm. Ja? Wie dann unten an den Wimpernkranz. Also nicht, wie so nicht eine, auf die Wasserlinie, nein, sondern nur den Wimpernkranz. Wie eine Wimpernkranzverdichtung. Genau, und den lege ich mir unten drunter, ganz, ganz, ganz vorsichtig. Könnt ihr auch hinterher nochmal mit dem Pinselchen nacharbeiten. Ja. Und dasselbe mache ich jetzt oben. Das heißt, ich verdichte quasi die Wimpern oben drüber auch. Okay. Aber auch nur bis zur Hälfte.
auch nur bis Hälfte, damit es aufhört und ich den Fokus unten habe. Ich mache dieses V quasi. Mhm. Das kennt ihr mit Sicherheit auch. Und wenn nicht, lernt ihr es bald kennen. So, ich ziehe jetzt bei mir, weil ich weiß, wo das ist. Wenn man das nicht weiß, einfach langsam rantasten. Ihr könnt das auch im Prinzip hier so zwischen tupfen. Es geht wirklich nur darum, dass ihr den Wimpernkranz ein bisschen verdichtet. Und ihr könnt auch einen kleinen Ming hinten ziehen, wer das mag. Also ich glaube, vom Prinzip her ist es klar, was gemeint ist. Ja. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir die Wimpern tuschen und das nach Möglichkeit recht kräftig, damit wir dann das Auge komplett geöffnet haben. Wer mag, kann vorher eine Wimpernzange benutzen. Mhm. Wer es mag, ich weiß, du magst es nicht. Nein. Ich bin da ein ziemlicher Fan von. Ich nicht, weil wir können ja auch ein Lashlifting machen. Kann man natürlich auch. Genau. Und wer hat dann mit der Wimpernzange... Habt ihr die dann schön nach oben gebogen? Wie in einem Lashlifting? Genau. Das hält halt länger beim Lashlifting, ne? Natürlich, habe ich jetzt aber nicht. Ich können wir dann demnächst einmal machen. Ja. Genau, gerne auch von oben reinrollen. So, und wer mehr als drei Wimpern unten hat, der tuscht dann auch unten. Das wird ja gern mal vergessen unten. Pinseln sollte man nicht. Und dadurch, dass ich jetzt nur ein Auge gemacht habe, sollte man also schon einen Unterschied sehen. Wow. Ja? Also ich hoffe, ihr seht das. Und jetzt abpudern. Genau. Und jetzt kommt dann im Prinzip die Fixierung drauf. Dann rutscht auch nichts mehr. Das heißt, wir nehmen uns ein Fixierpuder. So, ich rutsche das mal hier ein bisschen zur Seite. Nehmen einen Puderpinsel, weil der jetzt abgeblieben ist. Da haben wir ihn. Das ist vielleicht ganz wichtig, dass man es mal mit zeigt, damit man weiß, wie viel man davon überhaupt nehmen soll. Puderpinsel immer einmal auf den Rücken, dass der Puder in die Fasern rein kann, also in die Haare. Und dann einmal komplett wirklich drüber. Das darf auch ruhig noch ein bisschen sein. Ich im Kamera-Vorführeffekt liebe es. So, dann einmal drüber. Und ihr seht schon, jetzt habe ich mir unten drunter die Wimperntusche gepackt. Das machen wir gleich noch ein bisschen weg. Dann da darf ruhig ordentlich drauf. Ja, und dann lasst ihr das Auge kurz geschlossen. Dann kann sich das verbinden. So, jetzt könnt ihr das unten drunter wegnehmen. Normal mit einem Wattestäbchen. Hätten wir mal einen. Ja. Ja. Okay. Also restliche Wimperntusche dann am besten mit einem trockenen Wattestäbchen einfach wegnehmen. Und dann war's das. Und deswegen ist es gut, dass ihr noch nicht das Make-up auf dem Gesicht aufgelegt habt, weil jetzt könnt ihr ganz entspannt, nachdem ihr die Augen fertig habt, könnt ihr jetzt das restliche Make-up drauflegen. Genau. Weil jetzt ist es nicht schlimm, weil jetzt konnte sie was wegmachen. Und wenn ihr jetzt alles tatsächlich schon zugemacht hättet und das angeglichen hättet und vielleicht sogar ein Face-Contouring mit reingemacht hättet und jetzt kleckert es runter, dann ist immer Holland in Not, dann ist immer ganz schwer mit dem Abnehmen und Nachpuschen. Also, erst das Auge machen, ganz entspannt Zeit machen und dann den Rest schön überverblenden und dann seid ihr auch schon fertig. Genau. Und jetzt brauchen sie auch keine Angst mehr vor Kunden haben mit Schlupfaugen, sondern jetzt kommt das Schild draußen dran. Wir sind spezialisiert auf Schlupfaugen, oder? Ja, gut. Hoffe ich doch. Alles klar. In diesem Sinne wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche. Übt, 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 übt. Immer jede freie Minute, wie ich mit meinen Augenbrauen. Ich oute mich. Ich übe jeden Tag Augenbrauen zeichnen wie Weltmeister. Das klappt schon super. Ja, kann noch besser sein. Nein. In diesem Sinne, schöne Woche. Abo nicht vergessen. Empfehlt uns weiter. Bis dann. Tschö. Tschüss.